mein Gott, ist es komisch, wieder vor der Kamera zu sitzen und mit sich selber zu reden. Hi ihr Lieben, ich bin wieder zurück. Ja, das kann man so sagen. Nein, ich höre nicht mit YouTube auf und nein, ich weiß auch nicht, warum kein Video kam, aber ich habe einfach momentan nichts Besonderes, was ich euch zeigen kann, weil ich komme noch auf ein Thema zu sprechen, das werde ich euch im Laufe des Videos sagen. Warum das momentan so ist und was sich so verändert in nächster Zeit. Und ja, ich habe aber heute einen Primer Call für euch. Der ist sehr, sehr groß, würde ich mal sagen. Sehr viele verschiedene Sachen, aber ich freue mich auf jeden Fall, euch die Sachen zu zeigen. Und ich zeige euch auch Sachen, die es, glaube ich, nicht mehr gibt. Aber ich weiß, dass viele Sachen auch ganz oft noch bei manchen Primarks im Sale sind, weil es die einfach halt schon was länger gibt und die deswegen dann irgendwann in den Sale rutschen. Und ja, ich werde euch die Sachen sehr gerne sofort zeigen. Okay, ich glaube, dieses Video wird sprachlich so ganz, ganz schrecklich, weil ich mich erst wieder daran gewöhnen muss, mit euch zu sprechen. Und ja, irgendwie mich die ganze Zeit verhaspelt. Aber egal, ich fange mal an. Womit fange ich denn an? Ich fange mit dem an, was ich mir schon zu Weihnachten gewünscht habe. Was dann was anderes wurde, was auch mega schön ist. Aber ich habe diese Lightbox nochmal gefunden. Die gab es eine ganze Zeit lang beim Primark, dann gab es sie nicht mehr und jetzt gibt es die immer noch. Also die gibt es auf jeden Fall noch zu 100%. Ich war erst vorgestern bei Primark. Und zwar ist das, die heißt Mini Cinema Lightbox und da gibt es dann halt so einige Zeichen dazu. Okay, ich habe da jetzt drauf stehen in Love mit Nyx, aber ja, das war für einen Facebook-Post, nee, nicht für einen Facebook, für einen Instagram-Post. Und die Box kostet 17 Euro und deswegen hatte ich mir die auch erstmal zu Weihnachten gewünscht. Aber naja, jetzt habe ich sie mir halt gekauft und die ist echt so schön und ich hatte die hier halt hinten auf dem Regal stehen und ich finde das total toll. Also ja, die muss das werden. So, machen wir mal, glaube ich, weiter mit Home-Sachen. Es kommen gleich auch noch Klamotten, keine Sorge. Und zwar danke auch nochmal an die liebe Steffi, glaube ich. Steffi war das, glaube ich. Ich hoffe, ich habe deinen Namen mir richtig gemerkt. Von Snapchat. Ich hatte euch nämlich gefragt, ob ihr diese Dinger hier noch irgendwo bei Primark gesehen habt. Und da ich ja in Köln wohne, selbstverständlich halt in Primark Köln. Ja, und da habe ich halt direkt eine Antwort bekommen, dass es die wohl beim Primark in Köln noch gibt. Und ich habe sie halt einfach zweimal nicht gesehen. Dann bin ich das dritte Mal zum Primark gefahren und habe sie wieder nicht gefunden. Ich habe fast geweint. Ich wollte die unbedingt haben. Ich finde die so schön. Ja, und dann habe ich einfach eine Verkäuferin gefragt. Und die meinte, ja, wenn sie die nicht gefunden haben, dann gibt es die auch nicht mehr. Ja, und was dann? Dann sagte ich, ja, ich komme einfach mal mit ihnen gucken. Dann haben wir die einfach noch gefunden. Die lagen richtig versteckt einfach unten an so einem unteren Regal. Das ist einmal, sind das vier Brettchen. Das ist jetzt ein bisschen blöd eingepackt. Ich hatte das schon mal draußen. Die haben so einen Kork hinten. Kork heißt das so? Ja. Vier Plätze, Platzbretter. Und die kosten 4 Euro. Da wollte ich vielleicht eine Vase oder irgendwas draufstellen. Dann, wenn man die halt als Deko nutzt. Und dann habe ich zweimal vier Glasuntersetzer. Ich dachte so, vier tun es eigentlich auch. Aber warum nicht gleich 8? Weil wenn man dann Besuch hat, dann haben die einen das und die anderen was anderes. Deswegen wollte ich die haben. Und die haben jeweils 2,50 Euro gekostet. Dann kommen wir mal zu einem Accessoire, was ich an Karneval benutzt habe. Ich war wieder Minimaus am Karneval. Für manche ist das ja Fasching, aber bei uns in Köln ist das natürlich der Karneval. Und da habe ich mir diese süße Tasche gekauft. Die kam mir wie gerufen. Also die ist wie für mich gemacht gewesen. Die war kurz vor Karneval, gab es die beim Primark. Ich glaube, die gibt es auch noch. Die hat halt so zwei süße Öhrchen. Die ist von Disney. Dann hat die hier noch diesen Daumen von der Mini oder Mickey Mouse. Und die hat nur 10 Euro gekostet. Deswegen habe ich mir die sofort geschnappt. Passend dazu habe ich mir noch eine Strumpfhose geholt. Und zwar ist das hier so eine von Minnie Maus. Oder ist es eigentlich auch der Umriss von der Mickey Mouse. Und ja, die ist so süß. Die hat 4 Euro gekostet. Und ich habe die schon ausgepackt. Ich hatte die aber nicht an, weil ich war immer nur draußen Minnie Maus und da war mir das einfach viel zu kalt. Da sind halt so kleine Minnie Maus Köpfe oder Mickey Maus Köpfe drauf. Und ich finde, das sieht total niedlich aus. Seht ihr das? Nur das Blöde ist jetzt, wann ziehe ich sowas nochmal an? Naja, vielleicht nächstes Jahr Karneval oder so. Sowas kann man ja eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Und für 4 Euro habe ich gedacht, so komm, nehm ich einfach mal mit. Ich greife jetzt hier mal in die Tüte. Das sind echt, also vielleicht schon. Ich war eigentlich gar nicht shoppen, aber ich war immer so ab und zu mal im Primark und habe mir dann Sachen mitgenommen. Die sind aber auch teilweise, also ich sag euch wirklich, wenn was nicht mehr aktuell ist, aber an sich ist sonst alles aktuell. Und da habe ich mir noch sowas hier geholt, das hat 5 Euro gekostet. Das heißt Tripod.
Stand, Tripod Stand? Keine Ahnung, jedenfalls ist das hier so ein Ständer. Ständer? So ein Stativ fürs Handy. Und damit kann man halt vloggen. Ja. Und da werde ich euch gleich noch was zu sagen. Ja, den wollte ich einfach zum Vloggen, Fotos machen oder sonst was haben. Und halt einfach zum Aufstellen vom Handy, wenn man mal irgendwie was filmt, wo man das Handy nicht in der Hand haben möchte. Und der, wie gesagt, 5 Euro. Und ja, damit möchte ich bald Vlogs machen. Und zwar was für Vlogs? Ich werde damit Umzugsvlogs filmen, denn ich werde ausziehen. Nicht nur ich, sondern ich werde mit meinem Freund zusammenziehen. Wir beide ziehen zusammen in eine schöne neue Wohnung. Und ja, da wollte ich eigentlich ein bisschen euch mitnehmen. Da ist dann durch das Geld, was man so in den ganzen Umzug steckt, wenn man mal so einen eigenen Haushalt errichtet, nicht mehr für eine neue Vlogging-Kamera gereicht hat, musste da mein Handy tun, aber ich meine, iPhone-Qualität ist ja auch nicht schlecht. Und deswegen musste der hierher. Und ich hoffe, der wird mir treue Dienste leisten. Sagt mir ruhig mal, was ihr davon haltet, ob ihr Bock darauf hättet, dass ich meinen Umzug so ein bisschen filme oder euch halt einfach so ein paar Sachen zeige, wenn wir beim Ikea sind und was wir so kaufen. Für mich ist das total interessant zu sehen, was die Leute so kaufen und was die halt alles so anschaffen. Und ich bin momentan schon richtig krass Umzugsvlogs am Suchten von anderen YouTubern. Ja, sagt mir mal, was ihr davon haltet. So, dann war ich mit meiner Schwester beim Primark. Und weißt, ihr wisst, wenn man beim Primark ist, dann will man manchmal nur so eine Sache kaufen. Und zwar waren das hier solche Gummis. Die brauchte ich für Karneval für 1,50 €. Und was kaufe ich? Ich kaufe 3 Sonnenbrillen. Ganze 3 Sonnenbrillen. Einfach, weil ich letztes Jahr keine mehr gefunden habe. Ich habe einmal die hier gekauft, die hat 4 Euro gekostet. Finde ich eigentlich ganz cool, weil die so recht groß ist. Die ist Gold, an sich mag ich kein Gold momentan, aber vielleicht so für Sommer bestimmt. Ja, wie gesagt, 4 Euro hat die gekostet. Dann habe ich mir noch die hier geholt, so eine richtige Statement-Sonnenbrille. Ja, weiß nicht, die ist jetzt nicht so für jedermann oder für jeden Tag. Ich habe auch gesehen, die ist ein bisschen krumm, aber wenn man nicht drauf achtet und es nicht weiß, dann achtet man halt nicht drauf, wie gesagt. Oh Gott. Ich habe auch noch die Sonnenbrille hier. Ich habe gerade richtige Scheiße gelabert, die musste ich rausschneiden. Das ist so nicht so für jedermann und auch nicht für jeden Tag. Und die ist auch eigentlich krumm, aber wenn man es nicht weiß und es nicht gesagt bekommt, dann achtet man nicht drauf. Aber ja, die fand ich echt cool und die Farbe, weil die so schön Rose Gold ist. Deswegen musste die mit und die hat auch ganze 5 Euro gekostet. Wow. 5 Euro, dachte ich mir so, jo, nehme ich mit. Und habe ich noch eine hier, das ist meine Lieblingssonnenbrille. Und die habe ich auch schon angehabt und so. Nein, aber die ist halt einfach was für den Alltag. Also die kann man auch wirklich mal, wenn man in der Stadt ist oder so, anziehen. Die hat verspiegelte Gläser und fand ich eigentlich ganz cool. So, ich glaube, die hat sogar nur 3 Euro gekostet, weil die so schön einfach ist. Ist die cool oder ist die cool? Ich finde sie sehr cool. Also Leute, wenn ihr Sonnenbrillen sucht, geht unbedingt zurzeit zu Primark. Letztes Jahr im Sommer habe ich gar keine mehr bekommen. Und deswegen habe ich einfach dieses Mal zugeschlagen. Ach, mein Ohr guckt so richtig schön raus. So, Tüte leer. Hier liegt immer noch richtig viel Kram rum. Ich habe mir Pullover gekauft. Und die gibt es auch ganz aktuell momentan beim Primark auf so einem riesen Tisch. Kennt ihr ja, wenn ihr reinkommt. Und dann sind da so Tische und da gibt es dann so bestimmte Sachen halt einfach für günstig. Sagt man das so? Keine Ahnung. Jedenfalls gibt es zurzeit diese Bomberpullis. Ich sag dazu jetzt nur Bomberpulli, weil da gibt es halt keine Kapuze dran. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Die kosten nur 6 Euro, aber ich rate euch auf jeden Fall mal mindestens 2 Nummern größer zu nehmen, wie ihr sonst tragt. Ich habe jetzt 44. Ja, und den habe ich mir gekauft. Der ist ja recht kurz, leider. Ich weiß auch nicht wieso, aber für 6 Euro dachte ich mir so, komm, mir ist kalt, ich ziehe den jetzt mal an. Den habe ich auch noch in Grau. Den habe ich schon was länger, aber den gibt es auch noch. Also ich weiß das. Die gibt es auch momentan in richtig schönen Frühlingsfarben und auch mit Aufdruck. Ja, den habe ich in Grau. Der sitzt ein bisschen besser als der andere. Der ist wenigstens hier unten auch schön eng. Und ich finde, die machen irgendwie was her. So mit einer dunklen Jeans und einfach weißen Sneakern. Und ich meine, 6 Euro, dieselben gibt es beim H&M auch für 10 Euro, aber die von Primark tun es wirklich auch. Und die laufen auch nicht ein, also den grauen habe ich schon sehr oft gewaschen. Und den habe ich auch noch in dunkelgrau, der ist gerade in der Wäsche. Oh Gott, mein Video wird viel zu lang, ich hoffe, es stört euch nicht. Aber ich meine, ihr habt mich ja jetzt so lange nicht gesehen, dann könnt ihr mich ja sicherlich auch mal 15 Minuten ertragen, oder? Dann habe ich mir einen richtig schönen Sport-BH gekauft, den hatte ich auch schon nie an. Der sieht so aus. Die haben momentan richtig schöne Sportsachen. Der ist mit so einem rose-goldenen Druck und der hat hier hinten
richtig schönen Rücken. Ich meine, ich werde eh nie rückenfrei da rumrennen oder nur in Sport-BH. Dafür müsste ich erstmal ein bisschen abnehmen. Und ich glaube, selbst dann nicht. Und die kosten 7 Euro und ich mag die total, weil die haben jetzt nicht so dicke Polster, dass man sich da so richtig fühlt, als hätte man einen richtigen BH an. Und ich finde das einfach richtig praktisch, weil ich habe früher beim Sport meine normalen BHs getragen und da muss man ja so oft waschen. Dann ziehe ich lieber einmal einen Sport-BH an und habe davon irgendwie 6 Stück oder so. Ich meine, tu mir mal jetzt nicht so, als würde ich 6-mal in der Woche Sport machen, aber dann kann man die immer ganz gut wechseln. Passend zur Sportabteilung oder passend zum Sport-BH habe ich mir noch so eine richtig schöne Sporthose gekauft. Die hat hier auch noch so ein richtig motivierendes neongelbes Band. Irgendwie finde ich an Sportklamotten so Neonsachen immer total, ich weiß nicht, das motiviert dann irgendwie. Das macht so Sommerfeeling oder Frühlingsfeeling. Und ich finde das Muster super schön. Allerdings würde ich beim Primark aufpassen, wenn ihr euch Sportklamotten kauft bei den schwarzen Hosen. Deswegen ist es auch bei mir eine graue geworden. Bei den schwarzen Hosen kann man wirklich stark durchsehen. Zumindest die, die ich da getestet hatte. Also mit der Hand halt mal so getestet, wie das so ist, wenn man das so spannt. Also wenn ihr viel Kraftsport macht, auch halt Kniebeugen oder so macht, dann würde ich euch so eine Hose nicht empfehlen, weil ich glaube, dann kann das ganze Fitnessstudio auch ein Ass sehen. Das wollt ihr wahrscheinlich nicht. Deswegen ist es bei mir einfach eine graue geworden. Und die hatte ich auch schon an. Also da war ich dann schon doch nochmal beim Sport. Und die sitzt super gut. Ich kann die mir bis fast unter die Arme ziehen. Das ist jetzt Größe 40. Ich hätte 38 nehmen sollen, aber ich trage eigentlich zurzeit keine 38. Zumindest nicht bei Primark. Dann wäre sie vielleicht ein bisschen enger gewesen, aber so sitzt sie halt ein bisschen locker am Bauch. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Und ich schwöre es euch, ihr könnt wirklich beruhigt beim Primark Sportsachen kaufen. Die sind so gut und vergleichbar mit ganz... Also ich habe eine Nike Leggings und ich trage die hier lieber als die Nike Leggings. Und die Nike Leggings war schon meine Lieblingsleggings, bevor die hier kam. Also kann ich euch wirklich richtig ans Herz legen. Dann habe ich eine Bomberjacke gefunden, die gibt es zurzeit leider nicht mehr. Ich zeige es euch trotzdem. Vielleicht gibt es sie in dem einen oder anderen Primark noch. Und die sieht so aus. Die hat so einen Rücken. Und vorne sieht die so aus. Und ich finde die so schön. Ich mag generell das, die Farbe Khaki. Also ich liebe Khaki. Und die ist auch was länger. Die geht bis über den Po. Und jetzt im Frühling. Also ich meine, das ist so das Frühlingsmuster schlechthin. Und die hat einfach nur 8 Euro gekostet. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht böse, dass ich euch die gezeigt habe. Aber vielleicht gibt es die an dem einen oder anderen Primark noch und dann könnt ihr die noch ergattern. Kommen wir zum letzten Teil. Das ist mein Lieblingsteil fast. Das kann ich, warum ich die ganze Zeit so dumm rede. Wie gesagt, ich ziehe ja aus. Oder wir ziehen aus, mein Freund und ich zusammen. Und da kann man halt schon mal manchmal so ein paar Kleinigkeiten kaufen, die man so braucht, wenn man halt eben auszieht. Und da haben wir uns Küchentücher gekauft. Ich bin da hingelaufen, also mein Freund hätte sie jetzt wahrscheinlich von selber nicht kaufen wollen, aber ich so, Schatz, bitte, darf ich die kaufen? Da ist nämlich Ananasmuster drauf und ich liebe Ananas. Also wenn ich euch mal irgendwann so einen Blick durch mein Zimmer zeige, werdet ihr ganz oft Ananas finden. Ja, Ananas, keine Ahnung. Habe ich einmal das und das im Set halt, ne, so ein graues und dann noch so ein schönes, also gut, da ist jetzt ein bisschen rosa mit drin, aber ich meine, ich glaube, mein Freund wird es verkraften. Und die fand ich total süß und die haben auch echt, glaube ich, einen richtig, also vernünftigen Stoff. Ich muss mal gucken, kann ja eigentlich mal schauen, was das für eine Qualität ist. Das ist 100% Baumwolle, Leute, also nichts wie hin zu Primark, die kosten nämlich nur 4 Euro das Dreierpack. Und so günstig kriegt ihr nicht mal Küchentücher beim Ikea. Ja. Ich bin happy, dass ich jetzt mein Video mal endlich wieder abgedreht habe und ich liebe das einfach auch mit euch zu kommunizieren. Ich liebe das, wenn ihr mir auf Snapchat schreibt, wenn ihr mir auf Instagram schreibt. Also immer gerne her mit euren Kommentaren und mit euren lieben Worten. Ihr motiviert mich damit sehr. Wenn ihr wollt, folgt mir gerne auf Snapchat. Ich bin aber zurzeit leider sehr aktiv auf Instagram. Naja, sehr nicht mehr aktiv auf Instagram. Deswegen folgt mir dann lieber mal auf Instagram und guckt meine Stories an. Genau. Ich hoffe, ich habe euch nicht in Grund und Boden gelabert, aber... Macht's gut, ich hoffe, bis bald. Tschüss.